Hallo Freunde des Software Entertainments und herzlich willkommen bei Never Code Alone. Mein Name ist Roland und heute zeige ich dir, wie ich ein zentrales GitLab CI-File hier bei mir in GitLab integriert habe, wie ich das nutze und vor allem, was da drin steht, damit ich automatisiert NPM-Dependencies in einem separaten Branch update, die Tests ausführe und das dann zurück in Main merged und so eine Menge Arbeit für mich kontinuierlich erledigt, für die ich so keine Zeit habe und dadurch mehr Zeit für Videos. Denn mein Name ist, wie gesagt, Roland und ich veröffentliche hier zweimal die Woche Open Source Tutorial Videos. Von daher, falls du den Kanal noch nicht kennst, bitte einmal folgen und die Glocke einschalten. Nach dem Intro geht's wie gewohnt direkt in die Matrix. Viel Spaß! Und damit sind wir hier auch beim Skript. Nach diesem Video werde ich das Ganze auf jeden Fall auch direkt auf GitHub unter NCA Testify veröffentlichen, weil ich ja hier alles Open Source bringe und hoffe, dass ihr das einsetzt und wir gemeinsam unsere Tools verbessern und uns dann gegenseitig unter die Arme greifen und so auch Zeit sparen und uns gegenseitig Softwarequalität bringen. Das Image ist im Grunde genommen wie gewohnt eine ganz normale Cypress GitLab-Konfiguration. Die nennt sich jetzt hier Central Cypress CI YAML, weil ich das demnächst auch für PHP und andere Dinge tun möchte, damit ich eben halt Auto-Updater auf alle unsere Projekte hier bringe, weil das doch eine sehr wichtige Arbeit ist, regelmäßig Updates auszuführen. Und ihr wisst ja selber, wenn das vernachlässigt wird, dann werden die Sprünge einfach schwieriger. Aber man hat natürlich nicht immer Zeit hier diese Task durchzuführen. Und deshalb gibt es jetzt zwei Stages. Einmal das Update and Merge und das Testing. Dazu gibt es hier verschiedene Variablen, die entsprechend Caches ausführen. Und dann gibt es hier dieses Update and Merge als Stage. Die sagt entsprechend, dass hier vorab eine Installation insgesamt geupdatet wird und dann gibt es hier eine Git-Config, die vorgenommen wird. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, es ist ein bisschen wenig seltsam, dass Git sich selber nicht kennt in dem Kontext, aber man ist ja hier in einem Docker-Environment und dieses Docker-Environment ist jetzt praktisch auch außerhalb von unserem GitLab, obwohl es innerhalb läuft. Da muss man gedanklich sich ein bisschen frei machen. Dann haben wir hier unseren Global Renovate Username und unser Global Renovate E-Mail. Und dann hat das Ganze auch einen Access Token, der praktisch ja für den User angelegt worden ist. Dazu werde ich auch später noch ein Video veröffentlichen. Und wir sagen hier, hol auf jeden Fall ein Update NPM Dependencies Branch, auch wenn er schon existiert, soll er entsprechend resettet werden und damit, das kann sein, dass der failed oder beziehungsweise ich habe hier so ein bisschen Prozesse gehabt. Oder wenn es keine Updates gab und der ausgeführt wird, dann ist er eben halt da. Und damit ich da eben halt in dieses Problem nicht reinlaufe, gibt es hier auf jeden Fall diese etwas längere Zeile. Dann mache ich ein NPM-Update und führe die ganzen Tests aus. Und wenn die Tests erfolgreich sind, sonst würde das ja hier failen, dann sage ich git add, komm bitte, mach mir die Package Log JSON, nehme auch nur das File hier hoch, sage ich mache eine Commit Message mit den Update Dependencies und dann einen git push force release, ne, falls dieser Branch hier nicht gelöscht worden ist und das irgendwie hochgegangen ist, dann ist das entsprechend auch dann hier im Git-Repo, damit ich diese Sachen eben halt auch nachvollziehen kann. Denn sonst hätte ich den ja hier nur in der Docker-Umgebung gehabt und ich möchte den eben halt haben, um eventuell auch Dinge rückgängig zu machen oder hier nochmal drauf zugreifen zu können. Also ich hätte den ganz gerne.
Dann sage ich, machen Git Checkout Main und merge hier entsprechend den Branch rein und pushe dann auf Origin Main. Und das Ganze soll nur passieren, wenn die Environment-Variable Update-Trigger auf True gesetzt ist. Und damit passiert das auf jeden Fall. Daneben gibt es noch einen anderen Job als Stage, wo ich hier einfach die Tests selber habe. Und die Tests selber werden ja jeden Morgen für die Projekte hier entsprechend ausgeführt. Das heißt, die dürfen auch nur ausgeführt werden, wenn sie aus dem Schedule hier kommen und wenn der Commit-Branch Main ist. Und dann werden die entsprechend auch mit dem Minus-Minus-Record-Flag gesetzt, dass dann entsprechend mir die Records in die Cypress Cloud reportet. Denn wenn wir hier viel Bewegung haben, läuft da natürlich auch schnell in den kostenlosen Versionen ein Limit hoch und es ist einfach auch unnötig, diese gesamten Sachen zu recorden, da es ja ein Entwicklungsprozess ist und das vielleicht nicht alles recorded werden muss. Und dann haben wir aber auch noch die Tests on other branches und hier soll eben halt nachgeschaut werden, wenn wir einen Pull-Request stellen, ob die Tests entsprechend grün sind. Das heißt, hier wird einfach ein NPM CI Install ausgeführt und dann NPX Cypress Run auch ohne Record gemacht. Und dann wird hier auch nochmal ganz genau geschaut, dass es eben halt nicht der Main Branch ist und dass das nur auf dem Merge Request Event passiert. Das ist eine wichtige Sache, Freunde, um unseren Planeten auch ein bisschen zu schonen und hier nicht jedes Mal eine Pipeline anzustoßen mit allen möglichen Tests. Bloß weil ich irgendwie einen Push mache, weil ich vielleicht was wegsichere oder so und sage, hey, das muss jetzt mal eben halt hoch, damit ich hier lokal irgendwas Spektakuläres machen kann. Und von daher ist dieses File hier halt da und das werden wir dann auch entsprechend online bringen. So, das war's von hier. Ich hoffe, das Video gefällt euch und bringt euch ein bisschen weiter. Und auf jeden Fall Ideen, was man so tun kann. Gebt mir gerne Feedback dazu hier unten in den Kommentaren. Ansonsten ist hier noch ein Video, das dir gefällt und hier die gesamte GitLab CI/CD Playlist verlinkt. Viel Spaß, bleibt grün, tschüss und bis dann.